Willkommen zurück auf dieser wunderschönen Insel. Ja, Insel kann man es nicht nennen. Eigentlich eher so ein kleiner Hafen. Aber ich wollte sagen, willkommen zurück, Final Fantasy 15. Wir machen weiter. Wir dealen hier mit Dino. Also, wir müssen ihm Rohedelsteine, glaube ich, besorgen, dass er uns hilft, ein Schiff klar zu machen für die Überfahrt auf die Insel da drüben. Das Essen hier. Der Typ hat uns ja direkt erkannt. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über Okay. uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm Jetzt wollte ich stellen. aber nochmal schauen. Ausrüstungsmenü kann man Spezialattacken aktivieren. Wie geht das? Hauptwaffe. Sturm. Ah, alles klar. Dämmerbrecher. Es fesselt einen verheerenden Angriff auf den Gegner, kosten zwei Kommandobalken. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das ist. Haben die anderen auch Spezialangriffe? Hm, die haben jetzt nur den. Prompto. Also der hat auch nur den. Okay, alles klar. So, wir müssen jetzt. Ich hab Hunger. Ein Kilometer, okay. Sehr schön. Ich mag. Gehen wir mal weiter. Und das hier. Eine Aufgabe von der Katze. Ja, komm, mach mal. Nehmen wir mal mit. Eine Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also. Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das okay. machen wir. Angelstelle. Okay. Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits vorm. Probierst du diese nicht gleich mal an der Venusküste aus? Okay. Okay, das ist ja so eine Nebenquest. Einmal Cremefilet besorgen. Okay. Ach, die muss ich jetzt. Die muss ich ja ausrüsten jetzt. Okay. Ist ja blöd, dass man nicht mehrere Quests auf einmal anzeigen kann, irgendwie. Dass man die Quests immer direkt auswählen muss, weil ich glaube, dass man im späteren Spielverlauf vielleicht einige so sehen könnte. So was Dummes. Wie krieg ich. Was ist das hier? Ja, tun wir erstmal schnell angeln. Das habe ich schon. Kann ich ja nicht mal ins Wasser reingehen, oder was? Oh Gott, ich kann hier nicht mal reinspringen. Auf in den Kampf. Okay, kurz eine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuche es am besten gleich einmal. Wähle zunächst eine Stelle, an der du deinen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche regiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Okay. Die ungefähre Position vom Fischen wird auf dem Radar rechts oben. Ah, okay, die gelben Punkte. Angezeigt. Notiere ich nach ihm und dem Marker, wenn du deine Köder auswirfst. Köder in der Position des Markers auswerfen. Okay, dann gehen wir mal darüber. Da, okay, schauen wir mal hin. Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur nun durchdrehen, der Spule einholen und so den Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach links und rechts, um deine Beute anzulocken. R2 einholen, okay. Der Fisch am Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn durch langsames oder unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Beißen zu bewegen, okay. Ich kann ja gar nichts bewegen hier. Was ist denn hier los? Steuern links geht nicht.
Machen wir mal einen. Können wir nochmal probieren. Unregelmäßiges Einholen der Schnur am besten zu bewegen, okay. Der Fisch ist angewiesen. Reiße die Rute mit L blitzschnell in Richtung des Falls, damit der Fisch am Haken festbeißt. Gut. Der Fisch soll losreißen. Richte die Angel mit L in Richtung des Falls aus, um die Schnurspannung zu verringern. Und das Reißen der Schnur zu verhindern, okay. Ach, durch Drehen der Spule schwächst du den Fisch. Jetzt kommt es darauf an, wer länger durchhält, der Fisch oder deine Schnur. Im oberen Bildschirm siehst du, wie die Auswahl vom Fisch hat. Okay, Spule drehen. Okay, Ruder soll man loslassen, okay. Würden Fischfraß kaufen. Okay. Oh. Gut gemacht, Nacht. Der neue Rekord ist schon klar, wenn ich der Erste bin. Dickkopfmakrele. Gratulation, du hast einen Fisch an Land gezogen. Deine Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch andere nützliche Gegenstände. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir probieren es aber gleich nochmal. War rechts oben. Fische werden gelbe Punkte angezeigt. Du kannst so gezielt angeln, was du gerade brauchst. Je seltener ein Fisch ist, desto höher ist die Qualität der erhaltenen Zutat oder des Gegenstandes. Verbessere dein Talent und besorge dir gute Angelausrüstung, um großartige Fänge an Land zu ziehen. Okay, ich schmeiß mal aus, das. Ja, es geht eigentlich. Nicht übel. Nimm Krele. Makrelenfilet mal eins. Okay, Leute, ich werde jetzt aber erstmal nicht mehr weiter angeln, weil das wollt ihr bestimmt nicht die ganze Zeit sehen. Aber ich werde vielleicht mal offline oder offscreen, sag ich mal, wenn ich nicht aufnehme, werde ich vielleicht mal ein bisschen farmen, sag ich mal. Aber das braucht ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Ihr wollt ja das Hauptgame sehen. So, jetzt gehe ich mal schnell zu der Katze und gib ihr das wieder. Ah, schon mal gut, da kann man auf jeden Fall dann Fisch und sowas holen. Interagieren, was sind das? Bounties, das Aushänger, wahrscheinlich Quests. Kämpfe für Recht in Ordnung. Melde dich noch heute bei den Informationen in näheres Sorgen schließen. Okay. Hoffentlich öffnen sie den Hafen morgen wieder. Gut, mal nicht töten zu müssen. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Wohl oder das? Die Köchin des Restaurants um Rat fragen. Okay. Da wird ja so ein Fisch wieder eingesteckt hier.
Mittlerweile schon 18 Uhr, die Sonne geht bald unter. Willkommen am Galdin Kai. Vorzüglich. Ja, der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefangen. Köstlicher Duft. Wirklich wunderschön. Ich mag meinen Blick gar nicht abwenden. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst hab ich doch schon einen davon besorgen. Ich hab Hunger! Wirklich wunderschön. Ich mag meinen Blick gar nicht. Ich hab ihn doch schon. Mensch, egal. Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen. Jetzt brat das Ding. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Okay, die Katze. Ich hab das Essen bringen. Wirklich wunderschön. Hier ist dein Fresschen. Verwöhnte Diva. Ich glaub, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann einen den letzten Nerv kosten. Drachenschuppe. Oh. So, jetzt will ich aber sagen, zum Mineralvorkommen begeben. Aber... gibt es irgendwo ein Bett oder so? Kann man hier irgendwie zoomen? Ah, okay. Hier gibt es kein Bett anscheinend, oder? Doch, da gibt es ein Bett. Weil ich will eigentlich meine EP mal in Sicherheit bringen. Weil ich weiß nicht, wenn ich hier sterbe, ob meine ganzen EP dann auch weg sind. Keine Ahnung. Willkommen am Galdin Kai. Ab ins Bett. Köstlicher Duft. Ab ins Bett mit euch. Wirklich wunderschön. Ich mag meinen Blick gar nicht abwenden. Ich hab Hunger. Hallo? Herzlich was? Nicht übernachten. Kloppt oder was? Wie Sie wünschen. Okay. Muss irgendwo schauen. Haben wir irgendwo ein Bett? Haben wir irgendwo ein Zelt? Zelt? Zelt ist da oben. Das heißt, wir fahren jetzt zu dem Parkplatz. Letzte Unterkunft zurückkehren. Zur letzten Unterkunft zurückkehren. Ja, das ist da oben. Da will ich aber nicht hin. Oder? Wo ist denn die Quest? Die ist hier. Weißt du was, wir fahren jetzt einfach zu der Quest, was wurscht ist. Schön beleuchtet hier, wie die Malediven. Lässt sicher genannte extrem starke Gegner erscheinen. Oh. Was ist denn das hier überhaupt? Ah, muss ich selber fahren? Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Wir sollten Pause machen. Ja, wir sollten Pause machen. Ja, machen wir Pause. Warte mal, hier ist noch ein Ding. Ah. Das wäre schön Glück gewesen, wenn ich da drin gepennt hätte.
15 Geld, das geht doch mal. Übernachten. Ab ins Bett. Ich muss unbedingt schauen, dass ich mehr von den Zelten jetzt mache, weil ich dann nämlich noch Buffs kriege. Kann der was kochen jetzt, oder was? Sechs. Sieben. Okay. Ready. Was wir das wieder machen hier? Gutes Nehmen wir das Foto. Mal mit, wenn den Kameraden mal gucken, ob wir den... Okay, was ist das hier? Schaut auch nicht schlecht aus. Okay. Schöner Morgen. Na? So. Was ist denn da? Gibt es da Schwerter oder was? Kann man da Waffen kaufen? Morgen. Einkaufen. Was hat denn der da alles? Hoffe, es ist was für dich dabei. Ja. Erstmal verkaufen wir unsere Wertgegenstände. Ja. Wir sind im Geschäft. Ja. Ein bisschen Kohle. So, und dann gib mir her hier. Was hast du denn alles, Mensch? Kriegsklinge. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Anscheinend lassen sie niemanden nach Altissia rein. Ignis. So, das ist die, was er gerade ausgerüstet hat. Die würde ihm mehr geben. Das machen wir jetzt noch nicht. Das hatten wir noch. Man sieht sich. Vielleicht droppt er dann irgendwie was später. Getankt. So. Schauen wir mal auf die Karte. Was ist denn das hier überhaupt? Straßensperre. Okay. Da wollen wir hin. Festlegen. Regilie abschleppen lassen. Ah, wahrscheinlich, wenn der Sprit ausgeht. Okay. Automatisches Fahren. Yep, machen wir das. Und dann Aufgabenziel. Parkplatz. Hä? Hier wollen wir hin. Hier wollen wir hin. Hammerhead. Galdinkai. Da will ich hin. Deal mit Dino. Kann ich da nicht hinfahren, oder was? Fundstelle. Ach so. Okay, da muss ich dann... Aufgabenziel. Ah, okay. Verstehe. Dann fahren wir dahin. Neuer Praktisch Tag, nur anders anwählen, dass es funktioniert. Ja! Auf geht's! Ja, wie gesagt, muss ich erstmal ein bisschen klarkommen hier. Die ganzen Spielmechaniken, wie es alles hinhaut und funktioniert und. Ja, wisst ihr auch, wie das ist. Absolut kein Respekt vorm Königshaus. Aber echt, wir sind faktisch Laufburschen. Hier draußen sind Ränge und Namen nicht viel wert. Besser ist das Gehabe bei Hof. Mal die Kanäle hier durchprobieren. Die Radiokanäle.
kommt er den Berg hier schon noch hoch. Der Sprit braucht schon viel, ey. Wahnsinn. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Okay. Okay, ist aber auch eine richtig schwere Karre, muss ich sagen. Da sieht es mir nicht schwer aus. Okay, wir müssen praktisch hier hoch. Alter! Sag mal, müssen wir da hin? Weck den bloß. Ist das Flugvieh vom Feuer, oder was? Man kann ja eh nicht anvisieren, das tut mir bestimmt eh nichts. Meine Fresse. Wo bin ich da vorbei? Da bin ich vorbei. What the fuck? Oh, Alter! Psst. Kann ich ihn anvisieren? Man kann ja gar nicht anvisieren, da passiert ja eh nichts, oder? Ja, komm, gehen wir weiter hier rüber. Die sieht auf jeden Fall böse aus. Okay, langsam. Also hier in irgendein komischer Kadaver. Granat. Ist nicht mehr, dann gehen wir hier rum. Hätte ich nicht mit dem Auto fahren können. Wäre jetzt nicht gescheiter gewesen. Aber ich gehe mal weiter, nicht, dass ich hier nicht mehr hochkomme nachher. Runter, ich werde wahrscheinlich sterben, wenn ich hier runterspringe, oder? Ach so, ich muss zu Dino zurück. Ah, okay, dann muss ich wieder an dem vorbei. Ich habe gedacht, ich muss noch was sammeln. Okay, das hatte ich nicht gleich gelesen. Sorry dafür. Aber hier kann ich eh nicht runterspringen. Wie kann ich hier runterspringen? Kann ich da nicht runterspringen? Das ist auch Glück gemacht. Mich wieder an dem vorbei da, ey. Wahrscheinlich wird er dann aufwachen, wenn ich über der Brücke bin oder so. Okay, es gibt auf jeden Fall riesen Viecher hier. Ich hoffe mal. Ich weiß es nämlich nicht, ich habe es nicht nachgelesen. Ich wollte es eigentlich blind spielen. Oh, ich habe es genau gewusst. Lass mich in Ruhe! Flieg einfach, flieg weg. Flieg einfach weg, komm. Ja, genau. So schön. Weg ist der. Ey, jetzt geh halt da hinten hin. Das war heftig. Hab schon das Gesackkraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß. Okay, was ich sagen wollte. Diese Einschätzung schließe ich nicht. Ich hoffe mal, dass es in Final Fantasy wieder Bestias gibt. Das sind praktisch so, ja, Elite-Zauber, Elite-Spezialfähigkeiten sind halt praktisch riesen Viecher. So wie Behemoth, Anima und sowas. Gab es in den anderen Teilen auch. Und die können den Kampf
würde ich mal sagen, nochmal zum Guten wenden. Ha. Jetzt gehen wir hier nochmal entlang. Holen uns hier. Genau, das wollte ich. Okay. Und das ist doch die Viecher. Oh. Stufe 5, aber wir sind ja eigentlich 7, ja? Das müsste ich eigentlich. Okay, der braucht zwei volle Balken. Jetzt versteht ihr die vollen Balken. Hier beim P-Straße. Also gehen wir schnell Entdeckung. Was ist denn jetzt los? Weil ich den Kampf verlassen habe, oder was? Das ist ja blöd. Jungs, hier gibt's was zu tun! Voll, dann kümmere dich. So war das nicht geklappt. Hey, Blondie! Sehr lustig. Kein Grund zur Sorge. Einmal schreit vom Dumm. Ah, scheiße. Dann die andere Waffe nehmen. Okay, die macht mehr Schaden. Ich glaube, wir gewinnen. Wow, das war echt peinlich. Analysieren, was macht der? Ah, genau, die zwei falschen Waffen. Okay, mit Feuer anfällig. Okay. Macht ihr um mich keine Sorgen. Oh, ich muss jetzt echt mal das Ding, das nervt. Kampfmodus, Echtzeit. Gut, wenn du meinst. Ich hätte das gerne noch schneller beendet. Okay, viele Punkte gab es jetzt da jetzt nicht, aber. Bastjo. Bastjo. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Fitnessbrot. Da bin ich aber gespannt. Okay. Einmal da oben gibt es so Eisdinger. Und da oben wäre gleich ein Zelt. Das werden wir jetzt gleich mal aktivieren. Okay, muss wie Waffen ausgerüstet werden. Magie. Yep. Eis. Nee, schließen. Magie-Wakons. Magie, geht dann rüber jetzt.
500 wegwerfen. Was? Okay. Ins Inventar legen. Okay. Jetzt gehen wir jetzt mal da hoch. Und bauen hier ein Zelt auf. Wollen wir hier campen? Genug geschafft für einen Tag. Bleiben wir hier? Okay, ich baue das Zelt auf. So, was hat er jetzt da? Irgendwie Fitnessbrot hat er gemacht, oder? Flammenwerfer-Toast. Fitnessbrot. Nee, machen wir jetzt gar nichts. Längst gebracht, okay. Wir hatten echt Glück, dass dein Vater uns den Regalia gegeben hat. Ja, besonders wenn ich an die lange Strecke denke. An Komfort und Platzangebot ist dieser Wagen nicht zu schlagen. Also, mir wäre ein normales Auto lieber gewesen. Wieso? Na, dieses hier ist nicht gerade unauffällig. Ah, Angst vor Fans. Vollkommen unbegründet. So, würde ich sagen, sich bislang gemacht hat. Ja, da ist selbst sein Friseur bekannter. Immer auf die armen Prinzen. Ah, Feuer. Sehr gut. Ah, vorne haben wir noch Blitz. Das holen wir uns auch noch schnell. Okay. Dann gehen wir mal zum Auto. So, automatisches Fahren. Aufgabenziel, der Deal mit Dino. Yep. Wir sind da. Gut. Tanken tun wir noch nicht, weil er eh noch gut voll ist. Ja, was heißt voll? Aber bestimmt noch über 3/4. Kostet alles Geld. Willkommen am Galdi. Ja, willkommen. Wollen wir hier übernachten? Nee, hier ist so teuer. Hier ist natürlich auch das Zelt recht. Hallo, 5000? Ist da keine 5000, Mensch. Ich hab Hunger. Ja,
Muss ich dich mal fragen? Tu doch nochmal wieder Dinge auf der Karte. Was hatten die jetzt? Herzlich willkommen bei uns. Genau. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Ja, Moment mal. Mit diesem Getier haben wir unsere Probleme. Okay, den schaffe ich noch nicht. Eigentlich sind wir hier ein Restaurant. Was hast du bestimmt? Ah, das ist ein Zelt, okay. Okay. Was hat die hier? Auf was haben Sie denn Appetit? Was haben die denn für Preise, Mensch? Die bekloppt oder was? Beehren Sie uns bald wieder. Legen heute so, keine okay. Schiffe ab? Nein. Yep, gib mir mal den Stein. Oh, gute Arbeit, Jungs. Bestimmt noch mehr. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Alter. Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Oh. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch. Ich bin aber bereit. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Er muss gute Kontakte haben. Wenn er ein Embargo der Niffen umgeht. Na, habt ihr schon gepackt? Wenn du fährst, was könntest du fürs Erste nicht. Könntest du fürs Erste nicht umkehren? Bist du sicher? Nein. Kein Problem. Lasst euch alle Zeit der Welt. Kommt wieder, wenn ihr soweit seid. Alles klar. Und dann speist er uns mit einem läppischen Schmuckstück ab. Okay, Leute, dann würde ich sagen, also wir hätten jetzt hier schon mal die Möglichkeit. Wenn wir ordentlich zahlen. Immerhin sind das handgemachte für die Überfahrt. Der Mann mag oberflächlich und grob wirken. Aber vielleicht steckt unter der harten Schale doch ein weicher Kern. Oh, klingt, als wären wir aus demselben Holz geschnitzt. Ich glaube, seins ist ein paar Nummern härter. Genau, und nicht nur im Kopf verbaut. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt aber noch mit der Überfahrt und erledigen erstmal hier die Quests. So, damit ist auch diese Folge schon wieder beendet und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da oder auch einen Daumen nach oben und schaltet auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder ein, denn es wird auf jeden Fall sehr interessantes Spiel. Und dann würde ich sagen, ja, okay, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Andi.